Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. Ich zeige euch hier in diesem Video den Afterpatch von dem Basis Solo Unlimited Money Glitch. Den habe ich gerade eben selbst rausgefunden durch Ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Bevor ich zu den Needs komme, möchte ich mich bei Müsli bedanken, der hier eine Mitgliedschaft G steht für Gönn dagelassen hat. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Kuss auf die Nuss und jetzt geht's weiter mit den Needs. Und zwar braucht ihr für diesen Glitch einen Bunker. In dem Bunker braucht ihr einen MOC. In dem MOC muss ein Lagerplatz für ein persönliches Fahrzeug sein auf Position 3. Das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, muss im MOC drin stehen. Ihr braucht die Basis. In der Basis braucht ihr so viele kostenlose RH8, wie ihr Autos duplizieren wollt. Und ihr braucht den Schlafplatz in der Basis. Des Weiteren müsst ihr im Editor oder im Story Mode unter Einstellungen, Steuerung, Zielmodus auf freies Zielen stellen. Das könnt ihr nur in der Story oder im Editor. Dann müsst ihr im Interaktionsmenü einmal auf Markierungen gehen, also Markierungen ausblenden und hier Jobs, alles auf eigene machen und anzeigen, bei Events genauso und bei sonstiges auch. Denn das macht, dass wir die blauen Jobs auf der Karte sehen. Solltet ihr die Jobs trotzdem nicht auf der Karte sehen, dann ist das, weil ihr in einem Gebäude gespawnt seid und einmal raus ins Freie müsst, dann seht ihr die blauen Jobs. Dann könnt ihr mit dem Glitch starten. Das ist alles, was ihr braucht und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. Der Glitch startet in eurem Bunker, wo ihr aus dem MOC einmal das Fahrzeug rausholt, was ihr zum Duplizieren benutzt. Ich mache das Ganze hier mit dem Izzy, denn der bringt voll aufgerüstet 1,8 Millionen. Ansonsten benutzt den LG Custom oder den Sultan RS. Das sind die drei einzigen Fahrzeuge, die sich lohnen. Ihr stellt das Fahrzeug dann einmal hier so ab, wie ich das abgestellt habe. Und dann geht ihr einmal aus dem Bunker raus. Seid ihr draußen, geht ihr nun einmal auf das Optionsmenü, geht auf die Karte und teleportiert euch einmal zu eurem Bunker, indem ihr in der Nähe von eurem eurer Basis natürlich, wir teleportieren uns zur Basis. Ihr geht in der Nähe von eurer Basis auf einen blauen Job. Wie ihr die blauen Jobs auf der Karte seht, habe ich euch in den Needs beschrieben. Geht hier einmal auf Viereck, geht in diesen Job rein und nun werden wir einen Freund joinen, der in einem anderen Zielmodus ist, oder ihr macht das Ganze über eine GTA-Community, könnt ihr euch auch irgendjemanden raussuchen, der in einem anderen Zielmodus ist. Aber wie gesagt, ich mache das Ganze hier über einen Freund, der muss das nicht wissen, dass ihr ihn benutzt dafür. So, seid ihr in dem Job drinne, drückt ihr einmal Doppel-PSN, geht wie gesagt auf einen Freund, der in einem anderen Zielmodus ist, wartet auf die erste schwarze Meldung, Verbindung kann nicht hergestellt werden, also wählen wir jemand anderen aus. So, dann joinen wir derselben Person einfach nochmal, wenn ihr euch unsicher seid, ob derjenige in einem anderen Zielmodus ist, denn wenn ihr ihm nochmal joint, kommt diese zweite schwarze Meldung von alleine. Die verneint ihr nun einmal mit Kreis und schon seid ihr an eurem Bunker, den ihr jetzt einfach betreten werdet. Seid ihr in der Basis in eurem Schlafzimmer angekommen, zeige ich euch jetzt gerade mal, was die gepatcht haben. Und zwar, wenn ihr rechte Steuerkreuz drückt und dann die Optionstaste drückt, dann öffnet sich das Optionsfenster nicht mehr. Ja, also ihr könnt es einfach nicht mehr ändern. Jetzt zeige ich euch, was ich hier rausgefunden habe. Ihr steht einfach wieder auf, wobei ihr euch ja gar nicht hingelegt habt. Ihr stellt euch neben das Bett, so dass ihr links oben die Meldung habt mit rechtem Steuerkreuz, um ins Bett zu gehen. Ihr drückt jetzt einfach die Optionstaste und drückt sofort rechtes Steuerkreuz hinterher, okay? Also Optionstaste, rechtes Steuerkreuz und ihr seht, dann geht das Optionsfenster wieder auf und ihr habt es, obwohl ihr im Bett liegt, was ja eigentlich nicht funktionieren soll. Jetzt geht ihr einfach wieder auf die Karte, so wie vorher auch, geht dann auf irgendeinen blauen Job, auf welchen, ist völlig egal. Und
Dort geht er nun einmal rein, also bestätigt nun mit X und drückt sofort Dreieck, um wieder aufzustehen. Ja, einfach ein bisschen Dreieck-Spam. Er steht auf, ihr habt rechts unten den Ladevorgang und jetzt könnt ihr einfach weitermachen wie zuvor auch, ja. So, seid ihr an euren kostenlosen LG RH8 angekommen, dann macht ihr jetzt dasselbe, was ich mache. Ich mache das Ganze hier mit dem Deluxo, den habe ich aus dem Frozen Money Glitch. Das Video packe ich nochmal unten ins angepinnte Kommentar. Wenn ihr Deluxos aus dem Frozen Money Glitch habt, dann könnt ihr diesen nun mit dem Izzy überschreiben. Dann ist das Fahrzeug 3,8 Millionen wert, so wie ihr es in dem Teaser am Anfang gesehen habt, als ich in der Werkstatt stand. Wenn ihr keinen Deluxo aus dem Frozen Money Glitch habt, dann macht ihr das Ganze mit dem kostenlosen RH8 auf dieselbe Weise. Ihr setzt euch einmal in das Auto rein, was überschrieben werden soll. Dort, wenn ihr drinnen sitzt, joinen wir einfach wieder einer Person in einem anderen Zielmodus, warten auf die schwarze Meldung. So, habt ihr die schwarze Meldung bekommen? Bei mir hat es jetzt eben ein bisschen länger gedauert, weil anscheinend war der Kerl nicht mehr in der Sitzung drinne, musste jemand anderen auswählen. Dann haltet ihr jetzt wieder die R2-Taste gedrückt bis zum Schluss. Jetzt bestätigt ihr die erste schwarze Meldung einmal mit X und die zweite schwarze Meldung lehnt ihr mit Kreis ab. Und die dritte schwarze Meldung bestätigt ihr einfach mit X und jetzt steigt ihr einfach aus dem Auto aus und jetzt werdet ihr draußen ohne Auto vor eurer Basis gespawnt und seid ihr dann draußen, teleportiert ihr euch einfach wieder zum Bunker zurück, so wie ich jetzt hier bin, oder ihr benutzt den Buzzard. Ihr dürft kein persönliches Fahrzeug nutzen, denn das macht den Glitch kaputt. Seid ihr am Bunker oder im Bunker wieder angekommen, setzt ihr euch jetzt einmal in den Izzy rein oder das Auto, was ihr zum Duplizieren benutzt habt, da sollte immer noch da stehen. Sollte es nicht mehr da stehen, müsst ihr den Glitch nochmal von vorne einfach machen. Und ihr seht jetzt auch, das Nummernschild hat sich gewechselt. Das Nummernschild war vorher 25GX, das ist jetzt 43S, das ist jetzt das Nummernschild von dem Deluxo. Und damit fahrt ihr jetzt einfach in euren MOC rein. Solltet ihr damit Probleme haben, in euren MOC reinzufahren und das Auto ist dann weg oder ihr seid in einem endlos langen schwarzen Bildschirm, dann empfehle ich euch, dann müsst ihr den Glitch von vorne machen und dann lauft ihr beim nächsten Mal einfach von hinten nach vorne durch den MOC einmal durch, bevor ihr mit dem Auto reinfahrt. Und habt ihr dann die orangene Ladeschnecke rechts unten gehabt, dann ist das Auto nun abgespeichert. Es ist ein anderes Kennzeichen drauf, sprich ihr braucht keine iFruit-Kennzeichen. Und das Auto ist nun dupliziert, da ich den Deluxo überschrieben habe, ist das Fahrzeug nun 3,8 Millionen wert, so wie ich es euch am Anfang gezeigt habe. Jetzt rufe ich gerade nochmal über den Mechaniker an und zeige euch in der Basis, dass da jetzt ein weiterer Izzy steht, dass der dupliziert ist. So, dazu rufen wir einmal den Mechaniker an, gehen nun auf die Basis. Da stand ja vorher noch ein Deluxo drin und jetzt haben wir hier zwei Izzys drin. Also das Fahrzeug hat sich dupliziert. Ich wünsche euch mit diesem Glitch viel Spaß. Wie gesagt, diesen Workaround habe ich selbst rausgefunden. Der stand nicht auf 7 Sins oder ich habe ihn noch nirgendwo gesehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir am besten ein Like da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ein Abo da lassen. Hiermit bin ich raus. Peace out, euer Phantom.